Berlin-Neukölln, Werner-Seelenbinder-Sportpark, Fußballstadion. Hier ist er zu Hause, der SV Tasmania Berlin, die Tasmanen. Ja, das Stadion muss noch regionalliga-tauglich gemacht werden, aber sie haben hier ihre Kabinen, sie trainieren hier. Das ist ihre Heimat, Tasmania, legendär. 1965-66, schlechtester Bundesligist aller Zeiten, die wenigsten Punkte gesammelt, aber dadurch sind sie in aller Munde. Gerade hier in Berlin, jeder kennt hier noch Tasmania und überregional sind sie jetzt auch wieder auf der Fußballlandkarte aus der NOFV Oberliga Nord aufgestiegen. Als Quotientenmeister, zwei Aufstiege in zwei Jahren, das Momentum genutzt und der Mann, der das Zepter hier schwingt, der, wie heißt er eigentlich nochmal genau? Abu Njai, Abu Nyi, Abu Nji, was ist eigentlich richtig? Abu Jai. Abu Jai. Ganz simpel. Wo kommt denn der Name her? Hat der eine gewisse Bedeutung? Ich bin in Westafrika geboren, in Gambia. Und Jai heißt die Löwenfamilie, ist adlig und ja. Und wie viel Löwe steckt in ihm? Manchmal zu viel. Auch an der Seitenlinie? Nein, ich glaube, da bin ich wesentlich ruhiger geworden. Thomas Brechler steht mir heute gegenüber bei der Lattenschuss-Challenge. Tommy, Hi, grüß dich. Bist du eine alte Sturmkante? Wie sieht's aus mit dem Aluminium? Ist es eher dein Freund oder dein Feind, ständiger Wegbegleiter? Ja, könnte mal der Freund, aber auch der Feind gewesen sein. Heute also geht er dann mal gegen die Latte und nicht ins Tor, so heute wie sonst immer. Heute muss der Freund sein. So, jeder hat 5 Bälle, 5 Versuche. Wer am Ende am häufigsten die Latte trifft, der gewinnt. Ansonsten Sudden Death, aber so weit lasse ich dich nicht kommen. Ja. Schauen wir mal. Auf los geht's los, los. So, das sind wirklich auch die ersten Versuche, also außer Kalten hier, wir beide, ne? Ja. Da ist er, 1-0. Ja, aber stark, muss er sagen. Hier hängt ein Bild aus New York. Hat das eine Bedeutung? Ich liebe New York, aber wichtig ist, eigentlich, was das Bild repräsentiert, da sind 11 Männer drauf, die gemeinsam arbeiten und der Trainer schießt das Foto und das habe ich aus der Biografie von Alex Ferguson und finde es halt sehr, sehr gut und komplett auf den Punkt gebracht. Das Bild repräsentiert halt Fußball. So, 2. Versuch, Tommy. Ui. Von hinten, ja, ja. Videobeweis lassen wir jetzt weg an der Stelle. Tommy 2, ich 1 Versuch, ich 1-mal getroffen, du keinmal getroffen. Aber wenn du 5 von 5 triffst, spendiere ich dir was. Was denn? Na, schauen wir mal. Oh, da bin ich gespannt. Oh, Mann ey. Thomas Brechler, Versuch Nummer 3. Ah, 1-1. Aber ich kann nachziehen, das ist gut. Ah, leider nicht. Leider nicht. Jeder 3 Versuche, 1-1, also enge Kiste. Ich sehe das Sudden Death kommen. Wer sind so die Eckpfeiler in deiner Mannschaft? Kaiser hat bei Viktoria, mit dem hat zusammen bei Viktoria gearbeitet. Überragender Mensch. Ja, seine Führungsqualitäten schätze ich unheimlich. Er geht auf die Jungspieler zu, er macht Spieler auch besser. Alleine indem er sie beiseite nimmt, ein Brechler genauso, der in jedem Training, wir müssen ihn halt wirklich ab und zu mal bremsen, aber weil er in jedem Training halt immer 100% gibt und alles für die Mannschaft tut. Wenn der Trainer sagt, dein Spielstil ist der, den Tasmania auch verkörpert, was macht das mit dir? Wir spielen ja ein bisschen noch mehr filigran, also mehr das fußballerische Werk, wenn ich davon noch eine Scheibe abhaben könnte. Aber wir haben bei Deutschland gesehen, du brauchst halt vorne auch mal einen Neuner, ne? Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Schelens und Bär verkörpern den Verein wie kein anderer Spieler, oder? Ja, ich glaube, die beiden, würde ich sagen, sind die Gesichter von Tasmania. Der eine oder beide in der Jugend gespielt, Luki Ende 20, Schele Anfang 30, die nochmal auf dem Niveau spielen und auch richtig Bock dazu haben. Und das sieht man denen auch an, komplett in jedem Trainingsspiel. Die haben richtig, richtig Bock auf diese Liga. Brauchst du noch irgendwie eine Anfeuerung oder ansonsten mach? Warte. Ah, der war zu. Ah. Sonne, der ist gut. Ah.
Was ist die Vision von Tasmania, sowohl was die Mannschaft betrifft, als auch infrastrukturell? Ich kann da mal nur unseren Präsi zitieren, der sagt, wir wollen das Stadion Regionalliga tauglich kriegen. Wir wollen schauen, dass wir hier im Kiez spielen, dass wir unsere Zuschauer hier glücklich machen, dass wir den Kiez immer mehr reinholen. Zwischen 10 und 15 neue Mannschaften sind angemeldet worden und der Verein boomt zurzeit und das ist schon sehr, sehr gut. Was ist möglich? Wir wollen halt sehr viel Spaß haben in der Liga, ja? Auch an unserem Spiel. Ja, wir wollen ein Stück weit schon das spielen, was wir uns vorstellen, aber unterm Strich wissen wir, wir müssen auch Ergebnisse liefern. Ich denke mal, in der Regionalliga fängt der Fußball, der richtige Fußball, langsam an. So, die beiden vorerst letzten Bälle, es steht 1:1. So, jetzt hier mal Latte, ne? Die Brechstange vom Brechler. So, ich habe noch einen Ball, Tommy. Und das ist ein ziemlich gutes Gefühl, weil wenn ich den jetzt mache, dann habe ich das Ding gewonnen. Du kannst auch nicht mehr nachziehen. Und der Rasen wurde frisch gewässert. Da wird es, glaube ich, von mir auch einen kleinen Diver geben. Ja, darfst du auch aussuchen, Knie oder Bauch? Nur mal die Knie, wenn es geht mit den Knien. Ja, ja. Glückwunsch. Da ist er. Der Sieg. Hat Spaß gemacht? Gut gespielt, auf jeden Fall. Was ist dein persönliches Saisonziel mit der Mannschaft? Na, ich hoffe erstmal, dass wir die ganze Saison halt natürlich durchspielen können. Das ist ja jetzt seit den 2 Jahren, oder seit Corona da ist, ist es ja jetzt nicht so gelaufen. Und mit der Mannschaft wollen wir natürlich den Klassenerhalt schaffen. Eine gute Runde spielen, viele, denke ich mal, auch ärgern. Das ist ja eine überragende Liga halt mit Top-Mannschaften. Hat Bock gemacht. Danke. Und, fünf sind es leider nicht geworden. Deswegen, oder kriege ich trotzdem was? Wenn wir uns das nächste Mal sehen? Bierchen geht immer. Das auf jeden Fall. Jawohl.